Hallo und ein herzliches Willkommen zurück im Resort. Wir haben hier immer noch das komische Pferd. Es ist auch immer noch komisch, also es lässt sich nicht reiten, es will zu seinen Eltern. Seid ihr jetzt bereit? So, jetzt will ich ein kleines. Gucken, ob wieder. Ne, kommt wieder ein großes. Was ist denn das? Mache ich da irgendwas verkehrt? Ist das ein Fehler? Oder was? Da lässt sich jetzt auch nicht reiten? Ich lasse die einfach mal hier so Familie sein. Ich hätte die vielleicht in eine Box mit Paddock machen sollen. Das ist schon echt merkwürdig. Wir warten mal ab, was passiert. Ich werde da einfach nochmal nachlesen. Vielleicht liegt das auch an den goldenen Karotten, dass wir keine Fohlen bekommen, sondern nur große. Ich weiß das ehrlich gesagt ja nicht. Ich habe ja hab gelesen und da stand, man kann die vermehren mit goldenen Karotten und goldenen Äpfeln. Und mehr habe ich nicht gelesen. Also, ich habe mir dann gedacht, okay, das reicht schon, mehr brauche ich gar nicht wissen. Und ja, ich werde da aber nochmal nachlesen. Und dann im nächsten Part weiß ich auf jeden Fall Bescheid, wie das dann funktioniert mit den Pferden da vermehren. Oder ob das halt jetzt gerade irgendein Fehler ist, ich weiß es nicht. Aber ich bin der Meinung, ich habe schon Fohlen hier auf dem Server gesehen. Und dass das funktioniert, auf Fohlen nachzuzüchten. Geh doch mal. Glaube ich zumindest. Aber ganz sicher bin ich mir jetzt momentan nicht. Aber das finden wir schon raus. So, jetzt machen wir erstmal hier den Hühnerstall fertig. Dann würde ich auch anfangen, den Hühnern schon mal einen Namen zu geben. Wir haben ja momentan kein Namensdingensen mehr über. Ich würde dann einfach mal hoch auf den Markt gehen und mal gucken, was wir bei den Bankleuten tauschen können. Gucken, was wir haben für, also zum Verkaufen. Und dann würde ich einfach. Moment, die machen wir wieder rein. Würde ich einfach ja schon mal anfangen mit Namen geben. So, ich denke, die können wir offen lassen. Na, also das ist echt mit den zwei. Jetzt haben wir hier den Hühnerstall fertig, ne? Voll cool. Ist auch alles fertig jetzt hier. Genau, Namensschilder. Wir schmeißen jetzt noch mal ganz kurz die Angel ins Wasser, dann holen wir unsere Axt und tun hier noch mal alles abernten. Und dann nehmen wir unser ganzes Zeug, was wir so zur Bank bringen können und bringen das weg und gucken mal, dass wir ein paar Namensschilder kriegen. Für zwei haben wir ja noch die Smaragde. Und da wir die jetzt ja nicht mehr für Fisch brauchen, sondern die ja für so Zeugs ausgeben können, ist das ja ganz praktisch. Na los. Hallo, Fisch. Da kommt er. Na toll, nix. Das finde ich ja immer blöd. So, gleich nochmal. Los, hopp. Hallo. Was soll denn das? Wollen die mich veräppeln? So, nun. Jetzt habe ich mir aber was Tolles verdient. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich drücke zu früh oder so jetzt gerade. Dann lassen wir es erstmal. Machen das gleich nochmal. So, mal eben kurz Inventar ein bisschen leer machen. Wir müssen mal eben schauen, was haben wir denn hier? Das ist Holz, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Weg damit. Setzlinge. Doch, die brauchen wir. Wir müssen Akazien unbedingt anpflanzen. Die brauchen wir nämlich. Ganzen Mobdrop hier mal raus. Brauchen wir nämlich jetzt im Moment nicht. Waffen. So, ja, die hätte ich oben lassen können. Das Glas können wir noch hinten rumbringen. Glas. Da. Glowstone. Und die nehmen wir mit, die Smaragde. Hier haben wir jetzt ja einiges an Kobbel.
Das habe ich jetzt ja durch das Abtragen zusammenbekommen. Ich würde da aber auch nicht alles mitnehmen, denn ein bisschen was brauchen wir sicher immer mal wieder. Was haben wir denn noch? Ja, Holz ist auch ein bisschen was zusammengekommen, war auch nicht viel. Hier haben wir noch. Wir haben nicht so viel, was wir abgeben können. Schade. Na gut, wir flitzen mal rum und gucken mal. Und sonst geben wir halt nochmal. Vielleicht, also zwei Namensschilder haben wir ja auf jeden Fall schon sowieso zusammen. Und vielleicht kriegen wir jetzt noch das dritte zusammen. Schauen wir mal. Ganz schön dunkel hier. Wo ist das dunkel? Oh, habe ich meine Rüstung an? Ja. Sag, bevor ich mich hier mit einem Enderfurz und einem Skelett anlege, sollte ich schon meine Rüstung anhaben, ne? Ja, Snowball, Level 11. Yay. Super. Hallo? Pflanzenkäufer. Da. Okay, und du bist Holzkäufer und du bist Stein. Na, 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 na. Das dauert immer ganz schön, wenn man so viel hat. So. Okay, so. Drei Stück kriegen wir. Das ist doch schon mal was. Ah. Drei Stück. Und dann fehlen uns noch vier für noch eins. Also drei Hühnernamen haben wir. Ist das nicht toll? Ja, finde ich auch. So, dann gehen wir mal wieder Richtung zu Hause. Und ja, benennen mal zwei Hühner, dann haben wir das auf jeden Fall schon. Finde ich nämlich mal angebracht, das zu machen. Drei Hühner haben wir, ja. Und dann würde ich noch mal gucken bei den Pferden, wie weit die sind, ob da jetzt sich irgendwas verändert hat. So, mal eben kurz schauen. Hühnernamen haben wir ja schon ein paar. Das finde ich gut. Und zwar einmal Frieda. Frieda, dann Edda. Edda. Und Freddy. Ja, okay. So, drei Hühnernamen. Regen. Es regnet, es regnet. Ich bin das so gewohnt, nicht zu schlafen. Dabei könnten wir eigentlich schlafen, denn wir sind, glaube ich, noch ganz alleine auf dem Server. Hat jemand gesagt, komm rein? Wie frech. Nein, meine Tiere. Bist du wahnsinnig? So. Oh, hier muss unbedingt Licht hin. Unbedingt, da kümmern wir uns drum. So. Schau mal. Hallo, Freddy. Hallo, Edda. Und hallo, Frieda. Also, wir gehen uns mal Glowstone holen. Und vielleicht schlafen wir einfach mal. Solange wir es können. Eier auspacken. Oh, der hat mich gehauen. Haben wir eigentlich hier oben schon ein Bett stehen? Wir haben unten gar keins mehr, ne? Das ist, wenn man das nicht benutzt, erinnert man sich da gar nicht mehr so wirklich dran. Okay. Yay. Geschlafen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich hier schon nicht mehr geschlafen habe auf dem Server. So, okay. Habe ich da noch was zum hier lassen? Ja, ich packe mal ein paar Kartoffeln aus und nehme mir noch mal ein bisschen Kürbiskuchen mit. Ein bisschen abwechslungsreicher Essen hier. So. Dann holen wir uns Glowstone und die Axt, die ich immer wieder vergesse. Axt, Axt, da.
und den Glowstone. Ne, nicht Krimskrams. Mobtrop wollte ich ran. So, da können wir auch eigentlich demnächst schon mal hier das bisschen eintauschen. Da, wir haben auch nur noch 6 Glowstone, also total wenig. Da sollten wir auf jeden Fall auch nochmal los. So. Ich bin im Moment am Überlegen, was ich mit der Monsterfalle, die wir ja unten gebaut hatten im Keller da, was ich damit machen soll. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, denn Monster spawnen da irgendwie nicht. Vielleicht kann man die umfunktionieren in irgendwas anderes. Wenn ihr da eine Idee habt, dann bitte her damit in die Kommentare schreiben. Dann machen wir da irgendwas anderes draus. Ich weiß nur nicht was irgendwie. Mir fällt da nichts ein. Vielleicht könnte man irgendwie größere Farmen bauen oder so, aber eigentlich brauchen wir das auch nicht wirklich. So, erst den Glowstone jetzt da rein und dann gucken wir nochmal nach den Pferden. So. Und zwar sollte der Glowstone hier in den Baum rein. Das machen wir. Mal das hier wegmachen, stellen wir gleich wieder auf. So. Da oben rein. Ist wahrscheinlich da nicht so mega effektiv. Aber schön. Und dann machen wir hier noch 2 rein. So. Dann haben wir hier zumindest ein kleines bisschen Licht. Ist jetzt nicht mega viel und auch nicht so toll hell dann hier, aber zumindest ein bisschen was. Ne, du hast schon einen Namen, ne? Du auch. Und du auch. Und die anderen noch nicht. Ja, da müssen wir unbedingt schauen, dass die auch noch Namen bekommen, dass wir an die Namensschilder kommen. So, jetzt gucken wir nochmal nach unseren Pferdchen. Wir haben auch keine Karotten mehr bei gerade, ne? Oh, die Türen, die laufen hier ja frei rum. Das habe ich total vergessen. Hallo? Wo sind die anderen? Ach, hier. Die haben alle den Weg nach draußen gefunden. Das sind unsere beiden Neuen hier. Guckt mal. Haha, erwachsen. Und noch nicht gezähmt. Sehr schön. Das wird unser nächstes Reitpferd auf jeden Fall. Mal gleich noch auch einen Namen suchen. Dann haben wir nämlich schon ein braun gepunktetes. Was war eigentlich Mr. Ed? Das war so ein dunkelgraues, ne? Wie Neptun, glaube ich. Der hat eine Rüstung an, das sehe ich immer gar nicht so richtig. Jetzt sei doch mal lieb. Oder bist du da schon? Ne, bist du noch nicht. Jetzt, okay. Alles klar. Da muss ich Snowball wegbringen. Du bist Neptun. Ja, du kannst da drinnen bleiben. Du stehst da ganz gut. Dann bringen wir jetzt Snow weg und dann haben wir ein neues Reitpferd. Müssen wir mal gucken. Namen, was wir da an Namen noch haben. Gott, wir haben so viele Namen. Ihr habt da echt so mega viele Vorschläge gehabt für Pferde. Das war wirklich Wahnsinn. Ich muss gleich mal... Türen zu. So. Dann nehme ich dich zu meinem MyPad. Hallo, Pferd. Okay. Ich finde, zu dir passt Chica. Finde ich gut. Der Name gefällt mir. Dann nennen wir dich jetzt Chica. Und zwar machen wir den Namen in rosa. Ach so, das ging ja so gar nicht. Nein. Jetzt mache ich gleich mal ein paar Screenshots hier. Das löst immer aus. Das ist so blöd. Das kriegt man von dieser Taste einfach nicht weg. Chica, das war richtig, ne? Ja. Und ich gebe dir den Skillbaum. Reiten natürlich. So, ein neues MyPad. Achso, nee, da lassen wir offen.
Dann holen wir uns gleich noch das. Wir lassen offen, habe ich gesagt. Dann holen wir uns gleich noch das Weiße. Na, gut, lassen wir halt so. So. Naja, wenn es einmal anfängt, komisch zu werden, ne? So. Das noch. Dann bringen wir Chica weg. Und machen dann das andere Weiße auch noch zu einem MyPad. Aber, ja, genau, ein Fohlen. Ein Fohlen wollten wir eigentlich noch gucken. Das wollte ich jetzt im nächsten Part dann ja schauen, dass ich das weiß. So, Chica ist weg. Jetzt haben wir noch ein Weißes. Und zwar das da. Das geht noch nicht. Ist noch nicht alt genug. Hallo Emma. Das funktioniert hier noch nicht. Okay. Ja, dann in dem Fall lassen wir das erstmal. Ich weiß gar nicht, was wir noch für Farben zur Auswahl halten. Ich muss mal schauen, was es alles für Farben gibt. Es gibt noch dieses cremefarbene. Da könnten wir dann auch mal was paaren irgendwie. Muss einfach mal schauen, dass wir so alle Farben irgendwie letztendlich als Reittiere haben. Dann holen wir Chica wieder raus, denn die braucht auf jeden Fall Level 2, um eben dann geritten werden zu können. Aber einen Sattel bekommt sie schon. Aber keine Rüstung. Das hat nur Mr. Ed. Ich finde nämlich Rüstungen gar nicht so toll. Ich finde, das verdeckt immer so viel von den Pferden. Chica? Wo bist du? Da. Zack. So. Ist sie nämlich auch gesattelt. Okay. Was machen wir denn jetzt noch? Wo waren wir denn? Wir waren bei den Pferden, wir waren bei den Hühnern. Dann würde ich jetzt nochmal eben schnell nochmal angeln. Ah, und die Kürbisse, haben wir die schon abgeerntet gehabt? Ja. Wir brauchen unbedingt noch Namensschilder. Das ist eigentlich jetzt so das nächste, worum wir uns kümmern müssen. Bevor wir überhaupt an die nächsten Stelle und so gehen. Hallo? Und da man die angeblich auch angeln kann, also man kann sie angeln, mit Sicherheit. Oh, ich habe einen Bogen. Haltbarkeit 3, Stärke 3, wow. Also, ja, man kann eben auch ganz viele Dinge angeln. Und eben gerade mit Glück des Meeres kann man eben sowas auch angeln. Und ich fände das schon toll, wie gesagt, noch ein paar Namensschilder zu haben, um einfach, ja, den Tieren dann auch eben gerade den Hühnern jetzt endlich mal die Namen zu verpassen. Na, sowas Doofes. Probieren wir es nochmal. Und dann ernten wir nochmal eine Angel. Wow! Wow! Guckt euch das an! Wir haben eine Angel geangelt. Wie blöd, eine Angel geangelt. Mit Haltbarkeit 3, Glück des Meeres 3 und Köder 3. Ist das nicht cool? Genauso eine, wie ich mir machen wollte. Also Glück muss man haben. Boah, wie cool. Das freut mich. Jetzt mache ich nichts anderes mehr außer angeln. Werdet ihr sehen. Angeln. Part 320. Mulenia angelt. Part 430. Mulenia angelt immer noch. Wow. Total cool. Das freut mich jetzt echt. Mal gucken, was wir da rausholen können mit dieser Angel. Das ist ja total cool. Also ich bin mal gespannt. Also geht das auf jeden Fall jetzt ein bisschen schneller. Ich sagte, es geht schneller. Nee, funktioniert nicht. Ja, es geht jetzt schneller und vielleicht haben wir ja Glück und kriegen tatsächlich noch das ein oder andere Namensschild geangelt. Und ansonsten natürlich viele, viele Fische für Snowball. Der braucht die ja. Auf jeden Fall. Frisst ja wie nichts Gutes, wenn man mit dem unterwegs ist. Da kommt schon der nächste. Oh, das war ein roher Lachs. Sehr schön. Ah, das ist echt toll, dass es so
ich nicht mit gerechnet, dass man eben auch so verzauberte Angeln angeln kann. Total cool. Hallo. Hab ich den eingesammelt? Ja. So, Chica. Es wird dunkel. Das ist gut. Ach, mit der. Ja, jetzt will ich schon mit der Leine angeln. Klar, natürlich. Sicher, das funktioniert. Dann gucken wir gleich mal, dass wir noch zwei, drei Monster finden, dass sie Level 2 bekommt. Dass wir dann auf jeden Fall auch reiten können. Und noch ein Fisch. Na, Snowball wird sich echt freuen. Ne, komm. Und dann suchen wir Monster. Der letzte Fang. Wieder ein Bogen. Stärke und Haltbarkeit. Haltbarkeit und Stärke. Der hier ist sogar noch einen Tacken besser. Hey, komm mit. Ach, das gibt auch EPs, wenn man angelt. Das finde ich gut. Das wusste ich gar nicht. Ja, jetzt ist hier schon ein bisschen heller im Hühnerstall, ne? Das ist ganz gut. Das finde ich hier. Reicht doch völlig aus. Oh, nix. Hab ich Pfeil? Ein Pfeil habe ich dabei. Na, da probieren wir doch gleich mal unseren Superbogen hier aus. Hör mal hier auf unsere Kraterlandschaft. Hallo, Hexe? Ach da, huch. Oh, zwei Schläge. Das ist ja... Was habe ich? Plünderung auf dem Schwert? Ach ja, stimmt. Das war ja so ein Megateil geworden. Chica, komm, wir müssen noch ein paar Monsters machen. Ein paar Monsters killen. Damit du au, Level 2 hast. Zombie. Irgendwo höre ich einen Zombie. Da oben. Hallo? Na, Mr. Zombie? Da kommt noch einer. Oh, hier ist ein Schaf. Hallo, Schaf. Da. Ich wollte gerade sagen, ist sie jetzt weg? Solltest vielleicht mal irgendwann mal ein Level-Up haben. So, da ist auch noch ein Zombie. Yay! Okay! Chica kann nun geritten werden. Komm her, Süße. Eieiei. So, funktioniert doch gut. Super. Dann haben wir das jetzt auch. Sehr schön. Da ist die Leine. Gut, okay, dann würde ich jetzt ins Haus gehen, denn der Part ist zu Ende und draußen ist es duster. Du bleibst draußen. Pferde gehören nicht ins Haus. Gut, und dann würde ich sagen, machen wir doch im nächsten weiter. Also bis denn. Ciao, ciao.